Nicht nur wir hatten Bock auf wieder geiles Racing, nein, auch der Wettergott hat mitgespielt. Über 20 Grad, Sonne satt hier für den ersten Lauf der ADAC Nürburgring Langstreckenserie 2024. Dani Roncadella im HRT Mercedes startet von der Pole, aber einer, der die Aufmerksamkeit früh auf sich gezogen hat, das war der Teamchef himself, Hubert Haupt, der mit einem Frühstart direkt mal alle vor sich überholt. Riesenlücke schon auf dem Weg zu Kurve 1. Lange hält die Freude aber nicht an. Die Rennleitung spricht aufgrund eines Frühstarts kurze Zeit später eine Durchfahrtsstrafe aus, die das Auto direkt mal nach hinten zurückwirft. Ein bisschen Gerangel, auch wie gewohnt hier in der ersten Startgruppe. Der Scherer Audi gibt da mal kurz einen kleinen Tap hinten beim Falken Porsche hinten drauf, aber nichts weiter Dramatisches. Ein bisschen entsetzt, ein bisschen Kopfschütteln bei der HRT-Mannschaft auf diese Strafe. Und dann die zweite Startgruppe. Wie gewohnt angeführt von den Cup-3-Fahrzeugen. Und da gab es dann auch auf Anhieb schon mal ein bisschen mehr Gerangel. Gibt da einen kleinen Schubser des Mierles. Porsche fährt dann daraufhin hinten in die Seite vom Avia Porsche. Beide mussten daraufhin das Rennen frühzeitig beenden. Die GT3s, die kamen zurück aus Runde Nummer 1 in einem Riesenfeld. Vorne ja, ein ganzes Sechserpaket, was sich da zusammengeschlossen hat und miteinander gefightet hat. Hier onboard gerade beim Falken Porsche. Die 480 kurz einmal in der Box gewesen aufgrund von technischen Problemen. Hier ging es auch nicht groß weiter. Einfahrt Hatzenbach, das Auto verloren und die Strecke ruhig ein bisschen nass gemacht für die anderen Teilnehmer. Und das war das Duell, was uns zu Beginn des Rennens am meisten gefesselt hat. Beide Fahrzeuge in der Anfangsphase ordentlich im Duell gewesen. Fahrerwechsel dann beim Audi und dann hier kurz dieser Moment. Robert Wickens im TCR hat Alessio Picariello im Falken Porsche übersehen. Allerdings geht es für beide problemlos weiter. Probleme hingegen bei der 103, dem Cup Porsche vom Black Falcon. Auch die 300, die Dacia-Mannschaft, aufgerüstet über den Winter, mit Problemen hier geplagt. Und das ein Duell, das uns auch später im Rennen nochmal beschäftigen wird. Der Avia Cup Porsche und der Porsche von Max Kruse Racing. Hier Nico Otto mal kurz auf Abwägen gewesen, hatte ein bisschen bessere Reaktionszeiten am Ende der Code 60. Weiter das Duell auch zwischen dem Falken Porsche und dem Grello. Martin Raginger, der geht da außen aus dem Windschatten vorbei. Aber die Freude hält nicht lange an auf dem Grand Prix-Kurs. Wird da direkt wieder aufgehalten, bevor es zurück auf die Nordschleife geht. Kevin Estre konnte direkt wieder vorbei. Und hier dann onboard bei dem vermutlich rennentscheidenden Manöver. Nico Menzel geht außenrum in Richtung Tiergartensenke vorbei an Frank Stippler und übernimmt damit die Führung, wo er sich dann auch schlussendlich festgebissen hat. Die Startnummer 700 auch mit Problemen geplagt, ausgefallen frühzeitig. Die 650 hingegen durchgefahren und konnte die Klasse der M240 E-Cup-Fahrzeuge für sich entscheiden, während wir hier wieder onboard unterwegs sind in der Verfolgung vom Grello, vom Mantai Porsche. Und das alles unter den Augen der Nürburg. Ja, Alessio Picariello, der hat es nochmal versucht vorbeizugehen, hat es auch geschafft, allerdings kurze Zeit später ausgefallen nach einer Berührung, die es dann noch mit Frank Stippler gab und dem daraus resultierenden Reifenplatzer. Frank Stippler, der war hingegen aber voll am Limit unterwegs, auch zwischenzeitlich mal kurz auf Abwägen durchs Kiesbett gerodelt, aber nichts weiter groß passiert. Onboard hier bei der 148, einem der Cup 2 Fahrzeuge, aber Nico Menzel und Joel Eriksen im Vierer Falken Porsche haben sich den Sieg letzten Endes dann nicht mehr nehmen lassen. Nico Menzel feiert damit seinen ersten Gesamtsieg hier beim ersten Lauf der ADAC Nürburgring Langstreckenserie. Vor dem Grello, vor dem Mantai Porsche mit Kevin Estre und Laurenz Fantor. Und dann nochmal eine Szene in der Cup 2 Klasse. David Jan im Avia Porsche fährt vorbei an Nico Otto auf der Döttinger Höhe, der daraufhin mit der Brechstange nochmal versucht, an Jan vorbeizukommen, schießt ihn ab und bekommt dafür auch eine 35-Sekunden-Strafe aufgebrummt. Der lachende Dritte, das ist Tobias Müller, der damit die Klasse der Cup 2 Fahrzeuge gewinnt und das Gesamtpodium komplettiert Frank Stippler und Markus Winklock. Damit ist Lauf 1 der ADAC Nürburgring Langstreckenserie in den Geschichtsbüchern. Morgen am Sonntag geht es dann auch direkt weiter mit Lauf Nummer 2.